Zeit. Gut, dass du kommst. Was ist passiert? Hat jemand eingebrochen? Hier? Ach, nein, ich ziehe nur um. Was? Wann? Wohin? Ach, darüber wollte ich nicht reden. Jedenfalls nicht nur, aber... Ich gehe, Geralt. Die Ostfront ruft. In Kaedwen. Da muss ich gleich das Mikrofon boxen vor Empörung. Verzeihung. Ich hoffe, es war nicht zu laut. Du hast nicht erwähnt, dass du einen Umzug planst. Ich wusste es nicht. Erst seit heute früh. Es waren zwei Soldaten hier. Redanien braucht mich angeblich wieder. Hättest du nicht einfach Nein sagen können? Ach, vielleicht. Aber das wollte ich nicht. Ich will meiner Berufung folgen. Und das geht nirgends besser als an der Front. Ach, das ist immer so blöd. Das war schon bei Dingsy. Ah, fällt mir ihr Name nicht ein, so blöd. Weil eigentlich, wahrscheinlich, wenn ich jetzt sage, geh nicht, dann ist das die Romance-Option. Aber wenn die mir gerade erklärt, dass das quasi ihre Berufung ist und ihr Lebenstraum so ein bisschen, wer bin ich denn, dass ich sage, nein, geh nicht. Aber... Na gut, ich sage einfach, geh nicht. Sie kann sich ja immer noch, ich bin ja nicht ihr, ne? Sie kann sich ja trotzdem noch entscheiden, wie sie will. Ich bin zwar der Protagonist und deswegen in Wirklichkeit nicht, aber trotzdem. Hat sie ja theoretisch jede Möglichkeit. Ich kann ihr sagen, was ich will. Wir müssen unserem Herz folgen, Geralt. Kannst du es dir nicht überlegen? Geralt, wozu denn? Die Hochzeit, unsere gemeinsame Zeit, das war schön. Aber du hast dein Leben, ich hab meins. Das ist nichts Langfristiges. Das weißt du doch so gut wie ich. Nun, pass gut auf dich auf. Und du auf dich, Geralt. Technisch gesehen war ich auf der Hochzeit nicht mal wirklich dabei. Also, als Geralt. Mein Körper. Aber... Ich weiß gar nicht, ist Geralt, wenn der andere übernommen hat, im Unterbewusstsein und so ein Beobachter, so ein Stiller? Wahrscheinlich, oder? Du hast nicht erwähnt, dass du einen Umzug planst. Ich wusste es nicht. Erst seit heute früh. Es waren zwei Soldaten hier. Redanien braucht mich angeblich wieder. Hättest du nicht einfach Nein sagen können? Ach, vielleicht. Aber das wollte ich nicht. Ich will meiner Berufung folgen. Und das geht nirgends besser als an der Front. Das hatten wir schon, ne? Wir drehen uns im Kreis. Die Dialogoption sah noch so frisch aus, gar nicht ausgegraut. Das hat mich verwirrt. Kannst du es dir nicht überlegen? Geh die Hochzeit. Und... Okay. Und, hast du was über Olgierd erfahren? Tja, ich habe die Bücher bald zugeklappt. Weil ich mir dachte, dass ich die Wahrheit nur von jemandem erfahre, der ihn kennt. Hast du jemanden gefunden? Ich musste nicht lange suchen. Ein Kollege an der Akademie, der Assistent von Professor Primitin Schüttlock, sagt, dass Olgierd von Everex sich öfters mit dem Professor getroffen hat. Dabei hat Olgierd offenbar verlangt, dass der Professor etwas erforscht. Der Professor hat sich so hineingesteigert, dass er seine Notizen nicht rausrücken wollte. Nicht mal seinem Assistenten wollte er sie zeigen. Der Professor, wo finde ich den? Hier in Ochsenfurt. Zurückgezogen in seinem Haus auf dem Akademiegelände. Mit Hexenjägern auf der Türschwelle. Der Professor. Hexenjäger auf der Türschwelle. Steht er unter Hausarrest? Das weiß ich nicht. Manche an der Fakultät halten ihn für einen Verräter, der sich von den Hexenjägern hat kaufen lassen. Der Assistent wiederum meint... dass der Professor sich von ihnen beschützen lässt. Ich weiß nicht, wovor. Und was glaubst du? Dass er ihnen sicher nützlich ist. Ein Fachmann für Schwarzmagie und Okkultismus ist die reinste Fundgrube an Wissen. Wenn er wirklich den Verstand verloren hat, wäre es nicht erstaunlich, wenn sie ihn benutzen.
Ich muss mit diesem Professor reden. Ich gehe mit. Die Akademie ist voller redanischer Wachen. Da kommst du nicht alleine rein. Wachen waren mir noch nie ein Hindernis, das weißt du. Mhm. Aber wenn du diese verwundest, muss ich sie wieder flicken. Außerdem könnten wir einem Freund begegnen. Dann kommen wir ganz leicht rein. Ah, das ist zwar schön und gut, aber ich wollte unbedingt noch zu einem Schmied eigentlich. Können wir noch eben kurz irgendwo schmieden? Da oben. Das wäre ganz nett. Tisch des Rüstungsschmieds. Wenn da ein Tisch des Rüstungsschmieds ist, dann sollte man meinen, ist der Schmied nicht weit, oder? Muss ich vielleicht irgendwie meditieren oder so, dass die Zeit vergeht. Geh schon mal vor, ich komme gleich nach. Wie stehen denn die Dinge Nein, in der Akademie? Jetzt reden meinst, die miteinander. Ich will wissen, ob sie gut bewacht ist. Vermutlich nicht. Viele Mitglieder sind in den hohen Norden geflohen. Die Tapferen sind geblieben, haben sich aber als Schneider und Wäscherin verkleidet. Warum? Neugier. Die Gelehrten hatten sich offenbar Magiertaktiken zugelegt. Kooperieren sie? Für Radovid gibt es kaum einen Unterschied zwischen ihnen. Dich scheint er ja zu tolerieren. Weil er nicht braucht. Vorläufig. Also an die Ostfront. Und dann? Kommt drauf an, wo man mich hinschickt. Wo es auch sein mag. Pass auf dich auf. Mach ich immer. Keine Sorge. Okay. Der Dialog ist abgeschlossen. Dann warte mal kurz. Ich gehe kurz zum Schmied. Ich bin gleich wieder da. Ich habe noch was vergessen. Ganz genau. Mein Gott, die Stadt ist doch gar nicht so groß. Wie weit kann das sein? Lang lebe, etc. etc. Weit schon gehört, das Optionshaus steht unter neuer Leitung. Da gibt es, glaube ich, keine Mission, ne? Sonst wäre das gelb. Ne, genau, das sind nur kleine. Ja, ist aber ein anderer. Kleine Zettelchen. So, ist hier nicht sogar Hattori Hanzo höchstpersönlich? Müssen wir nur ein bisschen meditieren, wahrscheinlich, ne? Der hat Feierabend. Aber bald macht er auf. Machen wir mal hier so 9, keine Ahnung. Kann er ein bisschen länger schlafen. Was kann ich für dich tun, mein Herr? Hier gibt es alles, vom Apfel bis zum Zander. Irgendwie ist hier doch keiner. Oh, kommt das aus von der Armee. Was schielst du mich so an, Graujüngchen? Graujüngchen. Auch nicht schlecht. Nee, wir sind ja in Ochsenfurt. Hier ist der Hattori nicht. Was ich nicht habe, kann ich bis morgen besorgen. Hallo, Zidi. Dankeschön, dir auch. Wünsche ich dir auch. So. Ich möchte schauen, was du verkaufst. Mal sehen. Vielleicht suche ich mir was aus. Aha. Farbe. Abschließen einer Quest benötigt. Keine Ahnung, welche Quest und kein... aber kaufe ich mal vorsichtshalber. Aber jetzt kann ich dem für 500 Gold gleich noch ein paar Schwerter und Kleidung und so verkaufen, die ich nicht brauche. Damit wir leichter werden. Leicht wie eine Kartoffel. So. Aber ein Schwert- und Rüstungsreparaturset hat er leider auch nicht. Das ist wirklich schade. Hey, danke für die Bits. Da wird das Glas nochmal ordentlich aufgefüllt. Bis oben. Bis an den Rand. Yippie. Ah, da gehen sie sogar über. Ach, dieses Glas ist das allerbeste überhaupt, finde ich. Dankeschön. Give him the bits. The bits. The bits. The bits. The bits. The bits. Okay, okay. Take it easy on the counter, will you? Mehr Bits, als das Glas fassen kann. Bitte ein Bit. Sodala. Aber hier ist kein Schmied. Das ist irgendwie... Warum ist hier kein Schmied? Ah, ha. Da oben ist ein Schmied, komischerweise.
Der hat aber seine Werktische weit weggestellt. Na, vielleicht hat der Schmied seine eigenen Werkbänke und das sind so öffentliche Werkbänke für alle. Rüstungsschmied. Das klingt schon mal gut, aber wo genau? Wo ist denn hier die Eingangstür? Da ist eine Tür. Hallo. Hallo noch einmal. Hast du einen interessanten Auftrag für mich? Ob es interessant ist, weiß ich nicht. Ist für dich lass interessant, sehen, wenn ich dir ein paar Waffenreparatursets abkaufe? Dann ja. Ah ja, was haben wir denn hier? Rüstungsreparatur? Rüstungsreparatur? Rüstungsreparatur. Das habe ich befürchtet. Ich kaufe die trotzdem alle. Ja, außerdem verkaufe ich dir noch ein bisschen Zeug. Ach, wisst ihr was? Hier, nimm alles. Kannst du mir vielleicht wenigstens meine Schwerter reparieren? Frage ich mich gerade. Das wäre nämlich auch schon gut, wenn man einfach mal schnell mit dem Hammer drüber fährt. Schauen wir mal kurz. Reparieren. Richtig, der kann auch die Schwerter reparieren. Gut, aber nicht billig. Mit dem Preis kriege ich ja ein neues Schwert. Okay, ich glaube, alles, was ich ausgerüstet habe, hat er jetzt repariert, ne? Genau, ich glaube schon. Okay, gut. Weil dann verkaufe ich ihm jetzt nochmal ein paar Sachen, weil er jetzt wieder Kohle hat. Wucher! Das Reparieren von meinen zwei Schwertern hat so viel gekostet wie fünf andere Schwerter. Aber gut, okay. Haben wir noch ein billiges Schwert? Für 100... Ah! Mist. Dass man dem Händler kein Geld schenken kann. Es gibt Spiele, da geht das. Dass ich nicht sagen kann, hier die zwei Kronen oder wie auch immer die Währung hier heißt, schenke ich dir. Leider hier nicht. Was war denn das gerade für ein Schwert, das ich da verkauft habe? Ich spiele auf der PlayStation 5. Aber es ist die PlayStation 4 Version. Ein Holzschwert. Mit Zerschmetterschaden. Ne, das Schwert zerschmettert, glaube ich. Fällt mir gerade ein, dass ich nachschauen wollte, wo man die Bit-Emotes einstellt. Das weiß ich auch nicht. So. Bis dann. Die Brille ist schon... Die ist schon brillant. Okay. Frisch repariert. Geht's weiter. Wie man sät. Hast du was gegen Bauchschmerzen? Stechen. Wie man sich sät, so liegt man, heißt doch das Sprichwort. Wer anderen eine Grube sät, der weiß, woher das Windchen weht. PlayStation 5, genau. Aber wie gesagt, die ist eben vollkommen abwärtskompatibel zur PlayStation 4 und das ist einfach die PlayStation 4 Version. Und macht auch keinen Unterschied, außer dass die Ladezeiten kürzer sind und die Bäume lustig rumwackeln. Nein, das tun sie schon auf der PS4. Verbrennt hier schon wieder wer Bücher? Ich hasse die Witcher-Welt manchmal. Was hier immer für abgefuckte Leute unterwegs sind. Wirklich schlimm, ne? Halt! Auf Befehl König Radovitz darf niemand die Akademie betreten. Nicht mal Dozenten? Niemand heißt keiner. Na, du bist ja ein Pedant geworden, Norbert. Als ich dich wieder zusammengenäht hatte, warst du viel freundlicher. Wie geht's denn dem Knie? Ganz wunderbar. Als wäre nie ein Pfeil drin gewesen. Du kannst dich glücklich schätzen. Wenn ich mich nicht dazu entschieden hätte, dich zu operieren, wärst du auf ewig ein Krüppel. Bruno? Hm?
Vielleicht können wir sie reinlassen. Sie ist anständig. Die klaut nichts. Na gut. Aber alleine. Der Hexer erregt zu viel Aufmerksamkeit. Für den will ich mich vom Hauptmann nicht anraunzen lassen. Pass auf. Ich gehe rein und helfe dir dann, hinten reinzuschleichen. Vielleicht sollten wir nicht ganz so laut reden. Weiß nicht. Ich denke mir was aus. Auf der Flussseite sind normalerweise viel weniger Wachen. Geht klar. Gut, lasst mich rein. Der wäre die Shawnee mal in Skyrim unterwegs, ne? Dann gäb's da noch viel mehr Adventurer heute, viel mehr Abenteurer. Dann wäre so ein Error to the Knee kein... Ein Error to the Knee kein Problem. Na dann! Was? Wo soll ich jetzt hin? Hä? Ich laufe einfach dem Pünktchen auf meiner Karte nach. Oder? Ich schau mal kurz, weil das ist optional, dass ich mich auf das Gelände begebe. Sie hat doch gerade irgendwas von einem Hintereingang gesät. Gesät? Oder so ähnlich. Geralt, du musst jetzt stark sein. Wir speichern jetzt und dann springst du ins Wasser. Aquaplatschi machen wir dann. Einmal Pizza Aquaplatschi, bitte. Geronimo! Jetzt schauen wir mal, ob wir von hier irgendwo in die Akademie kommen. Das wäre zwar ziemlich doof, aus Sicherheitsgründen, aber das heißt ja nichts. Oh, hier sind auch noch Ertrunkene. Das ist gar nicht blöd. Wenn ich so eine mittelalterliche Burg wäre, hätte ich auch einfach Ertrunkene außerhalb meiner Mauern draußen. Dann hat man Burggraben, also so ein Fluss quasi, Mauern und Ertrunkene. Triple Schutz Deluxe. Ja, aber jetzt musst du mal aufhören, mich zu hauen. So. Es ist ein bisschen lustig, wenn man das auf die echte Welt überträgt und nicht weiß, dass ich vom Witcher-Universum rede und sage, oh, ich hätte auch gern ein paar Ertrunkene von meinen Mauern. Das ist immer gut. So ein paar Ertrunkene kann man immer brauchen. Oh Gott, oh Gott. Geralt. Psst. Bist du da? Ja, bin ich. Schnapp das Seil. Leider ist PlayStation 5 und Xbox Series X ja ausverkauft. Ja, ich hatte Glück. Ich habe wirklich beide noch ganz normal einfach vorbestellen können. Aber wir haben es geschafft. Aber bald sollen schon die nächsten wieder kommen. Haus steht am Ende dieser Straße. Die nächsten Lieferungen. Hexenjäger bewachen die Tür. Ich glaube nicht, dass ich die bequatschen kann. Du warst schon eine große Hilfe, Shani. Danke. Schon gut. Du hättest dasselbe für mich getan. Wenn du mich nochmal sehen willst. Ich bin zu Hause. Muss noch eine Weile packen. Bis dann. So, so. 9.1. Wenn mich nicht alles täuscht, habe ich irgendwas gelesen von wegen 9.1. kommt die nächste PlayStation 5 Lieferung. Ich bin mir aber nicht sicher, ob sich das nur auf den amerikanischen Raum bezogen hat oder weltweit oder wie auch immer. Keine Ahnung. Aber irgendwas habe ich da gelesen. Ja. Der haut ganz schön rein. Es ist nur ein Hexer. Mistgeburt. Oh, ich habe ja ganz vergessen, dass wir unseren Wirbelzwirbel-Zauber-Supermove kennen. Warum kämpfe ich überhaupt noch normal? Wie so ein Amateur. Oh, wow. Ich weiß nicht genau, warum ich das jetzt gemacht habe. Finish him. Finish him.